This land is my land. Das angedattelt zu dem Spiel, wo wir ein Indianer spielen im Widerstand gegen die Weißhäute. Ja, immer die scheiß Weißbrote, die halt irgendwie ein Land besetzen wollen. Das Ganze ist irgendwie ein Survival-Game, so wie ich das bisher verstanden habe. Es hat auch Online-Komponenten, Sozialfunktionen, ich habe keine Ahnung. Aber ich habe das Spiel netterweise wieder umsonst bekommen. Es ist mal kein von diesen typischen Ratalaka-Games, sondern es ist was ganz anderes. Bin ich gar nicht gewohnt, diese Qualität hier darbieten zu können, im Angedattelt, für wenig Geld. Wir starten gleich ein neues Spiel. Kurz sei nochmal gesagt, vielleicht könnt ihr im Hintergrund halt irgendwie eine Flöte rumdüdeln hören. Das ist die maximale Lautstärke, die ich tatsächlich für das Spiel geben kann. Ich kann es nicht lauter stellen. Es ist von der Capture Card schon irgendwie lauter gestellt. Mehr ist nicht. Ja? So. Also, wenn da halt auch plötzlich dann irgendwelche Geräusche sein sollten, die dann unverhofft dann lauter sind, als sie eigentlich sein sollten, dann tut es mir wirklich leid, aber halt mehr kann ich nicht machen. So, Widerstand starten. Wir starten einen neuen Widerstand. Ja, da kann ich hier sogar alles einstellen, wie ich hier lustig bin. Ich hab von allem keine Ahnung. Es gibt anscheinend auch einen Boss Rush, also es gibt auch Bosse. Das ist interessant. Weltgröße Standard. Es gibt Zeug. Ansturmende Bosse. Alle Weltgegner sind bereits beim Spielstart vorhanden. Okay, Hardcore-Modus ja nicht, besser nicht. Ich lasse es erstmal so, wie es ist. World Seed. Keine Ahnung. Skill Points. Keine Ahnung. Wird schon. Wieder schon starten. Wir haben jetzt mal einen Ladebildschirm. Weil, ne, Welt muss ja immer generiert werden, muss ja erstmal alles eingestellt werden und. Das wird ein bisschen dauern, ne? Man kann also Perspektive umschalten mit, keine Ahnung, was für ein Button, ist wahrscheinlich eingestellt. Kriegsparteienmenü. War Squad muss erstellt werden. Also War Squad. Kriegs Squad. Es gibt Tasten, die sind wahrscheinlich einfach noch nicht richtig belegt. Das Spiel ist jetzt erst vor nicht ganz so langer Zeit auf Steam erschienen. Und hat eigentlich größtenteils positive Bewertung. Gucken wir mal. Ich bin gespannt. Bitte warten, er lädt noch. Ich habe schon gesagt, bitte warten. Bitte warten. Wir hören schon was. Oder ich höre etwas. Doch, das hört man auch. So, ich kam auf der Suche nach einer Möglichkeit her, mich einem großen Krieger anzuschließen. Er trägt den Namen... Mein Name ist Mammut. Ich bin so ein Typ aus dem Internet. Kann man hier noch Zeug einstellen. Wir haben mit Otter plus 7 Gewicht, 24 Konditionen, 55 Kraft. Ah ja, ich hab keine Ahnung. SP, ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung, was für Werte hier irgendwie wichtig sind, aber Kraft klingt grundsätzlich nicht verkehrt. Minuskraft ist natürlich irgendwie schlecht, ne? Kondition klingt jetzt auch nicht so toll. Kriegerwert klingt eigentlich auch gut. So, plus 228 Kraft. Das klingt okay, das nehmen wir mal. Wir sind eine Schlange für Slytherin. Hey! Okay. Sein Camp befindet sich ziemlich weit von der Grenze entfernt. Bevorzugt er es, seine Stärke wachsen zu lassen, bevor er einen offenen Krieg angeht, ein normaler Start. Ziemlich nah an der Grenze, er erkennt die Gefahr, aber ein tapferer Krieger weiß, was zu tun ist. Harter Start. Direkt im Herzen der Schlangengrube. Er rennt vor keiner Gefahr davon, nicht einmal vor dem Tod. Irrer Start. Wir machen mal den normalen Start. So. Und nun? Ich kann hier auch mit anderen chatten. Ich hab keine Ahnung. Keine Ahnung, was es damit auf sich hat. Ich weiß auch nicht, inwiefern wir hier anderen Spieler begegnen. Es gibt auch einen Offline-Modus, da hat man dann keine Online-Komponente. Oh. Das klingt so, als würde hier jemand erschossen und enthauptet werden. Ob wir das sind,
Keine Ahnung. Der Widerstand vom Mammut hat begonnen. Tapfere Krieger ziehen zu dem kürzlich aufgebauten Camp. Das kann nur gut werden. Hoffe ich. Glaube ich. Ich habe keine Ahnung. Aber davon verdammt viel. Mammut. Unsere Flucht war recht überstürzt. Ich musste ohne Waffe aufbrechen. Wie gut, dass ich am Straßenrand etwas Holz gefunden habe. Nun habe ich alles, was ich für die Fertigung von Wooden Bow und Wooden Arrows brauche. Also von hölzernen Bogen und hölzernen Pfeilen brauche. Wie lange ist es her, dass ich etwas hergestellt habe? So, fertige Wooden Bow, Wooden Arrows. Wooden Bow, ja. Drücke Tab und fertigen. Okay, Tab. Da. Muss ich jetzt mehrfach drücken. Fertigen. Wooden Bow. Braucht irgendwie 2 SP. Ich habe keine Ahnung. So. Wird hergestellt. Und dann noch ein paar Pfeile. Diese kleine Anzahl von Pfeilen wird nicht ausreichen, um einen echten Widerstand zu leisten. Ich brauche mehr. Ich muss Hickory suchen. Okay. Linker Stick. Bewegen. Ah, rollen. Rechte Schulter sprinten. Warte mal. B-Haltung ändern. Das sind teilweise Steuerungseingaben vom Controller, teilweise vom Dingens. Ich mach mal ganz kurz hier Optionen. Gamepad deaktivieren. Vielleicht werden dann halt die richtigen Dinger angezeigt. Jetzt ist eh zu spät, aber gut. F. Hickory. Ach, das ist Hickory. Hallo Hickory. Das ist ein Typ. So, wir brauchen auf jeden Fall mehr davon. Ich weiß auch nicht, inwiefern ich essen und trinken muss. Oder ist unser Indianer. Keine Charaktererstellung. Er hat mich aber am Anfang des Spiels tatsächlich gefragt, ob du eine Charaktererstellung machen willst. Ich habe ja kurz einmal hier Soundtest gemacht. Oldford sandte eine Gruppe aus, um Wood zu sammeln. Okay. Wie gesagt, für den Soundtest habe ich hier kurz geschaltet. Da hat er mich gefragt, ja, willst du Charakter erstellen? Es gibt Online-Funktion, da ist das vielleicht interessant für dich. Ne, sowas in der Richtung, aber nö. Zeig mir oben hier auch irgendeine Art von Kompass an. Weiß nicht, ob er mir hier zum Holz schicken will. Ja, das ist Hickory. Das sehe ich noch nicht so inwiefern. Es sieht für mich aus wie ein ganz normaler Ast. Aber was? Speichern! Du kannst das Spiel nur dann speichern, wenn du dich an einen sicheren Ort befindest. Zu den sicheren Orten gehören befreundete Camps, Lagerfeuer an Außenposten und oder jeder Ort, der in ausreichender Entfernung zu einem Feind hat. Egal ob Mensch oder Tier. Das Verlassen des Spiels ohne erfolgreiche Speichern kann zum Verlust jeglichen Fortschritts seit deiner letzten Speicherung führen. Du erhältst eine Warnung, wenn du versuchst, das Spiel an einem unsicheren Ort zu speichern. Das ist ja nett. So, einmal Holz brauche ich noch. Irgendwo da hinten. Schnell aber auch die Ausdauer weg ist. Das erinnert mich so ein bisschen an The Evil Within. Wo auch der Cop ständig keine Ausdauer hatte. So, Weapons, also Waffen. Halte 1, um Waffenauswahl zu öffnen. Bitte beachte, dass manche Bögen mehrere Typen von Pfeilen verwenden können. Der aktive Pfeiltyp kann durch Anklicken eines Pfeiltyps in der Waffenauswahl umgeschaltet werden. Es ist nicht effektiv, wenn ich all diese Ressourcen alleine suche. Speziell, wenn ich neue Camps errichten und mein Territorium erweitern will. Es war eine gute Idee, ein paar Krieger zu schicken, um Flachs zu sammeln. Okay. Einmal hier, ne? Mein Bogen ist ausgerüstet. Sind doch die richtigen Pfeile, ne? Ja. Stun Arrow gibt's auch noch. So, sende deine Krieger, um Flachs zu sammeln. Sende Krieger. Öffne das Tab-Menü und klicke auf das Lagersymbol in der oberen rechten Ecke oder direkt auf die Karte. Klicke auf den Button Sammeln schicken, wähle Flachs aus und klicke auf Senden. Wo bin ich? Ich bin hier, ja? Was ist das? Benjamin Flats Bivouac. Okay.
oberen rechten Ecke. Da. Nee. Wo? Um rechts ist hier. Obere rechte Ecke. Globale Objektsuche. Ist das hier? Schlags? Soll ich hier es einfach eingeben? Nö. Klicke auf das Lagersymbol in der oberen rechten Ecke. Das hier. Bist du ein Lagersymbol? Ist das hier? Ich bin verwirrt. Zum Sammeln senden. Bitte schwebe mit der Maus über Objekte und benutze den Button Kriegern geben. Um ein bestimmtes Objekt den Kriegern zu geben, die du gerade senden willst. Links Alt oder Links Shift beim Klicken gedrückt, um eine bestimmte Menge oder einen ganzen Stapel anzugeben, okay. Sammeln. Flachs. Werde nehmen Nein. So. Da. Krieger senden 2. 0 von 2 Krieger haben keine Waffe. Ja, nee, nehme ich nur einen. Gruppe ausrüsten. Kann ich nicht. Ich habe keine weiteren Waffen. Okay. So, während meine Krieger die wenigstens für den Moment wichtigste Ressource sammeln, kann ich Zeit darauf verwenden, Herstellungs- und Sammlungsbefehle vorzubereiten, Dinge, an denen meine Krieger später arbeiten. Es sind viele wichtigere Dinge zu tun, aber ohne Ressourcen werden wir unseren Widerstand nicht fortsetzen können. Füge Camp-Bestellungen, Inventarbestellungen hinzu. Hinzufügen eines Auftrags für Lagerobjekte. Wähle ein Lager auf der Karte aus, öffne den Tab Aufträge, klicke auf Auftrag hinzufügen. Wähle aus, was produziert werden soll. Es ist immer gut, ein paar zusätzliche Wundenbohrungen zu haben. Aufträge. Da, das ist mein Lager, ne? Ins Lager reißen, Objekte ins Lager legen, Upgrade, Rauchsignal. Angreifen, sammeln, besiedeln, Pferde 10, Patrouille, Krieger in ein anderes Lager, Kriegspartei. Ach, da ist Aufträge. Okay, Befehl hinzufügen, ist vielleicht gleichzusetzen mit Auftrag hinzufügen. So, ich will mal 5 Wunden Aero. Ich habe mein Pferd vor langer Zeit verloren. Es scheint, dass ich einen neuen Partner für die kommende lange Reise brauche. Jedes dieser gezähmten Pferde kann mir gehören. Welches sollte ich wählen? Okay. Gehe eine Bindung mit einem Pferd ein. Um eine Bindung einzugehen, musst du nah an einem Pferd herankommen und halten Z. Okay. Also für mich auf meine Ohren, meine Kopfhörer sind auf Anschlag. Ich meine, ne, hier im Video ist es vielleicht okay, aber halt auch nur, weil ich die Lautstärke von der Capture Card so groß eingestellt habe. Da, 300 Horse. Hallo 300. Ich habe keine Ahnung, ob man sich anschleichen muss. Ich tue es aber jetzt einfach mal. So, Bündnis schließen. Okay. Gib den Namen des Pferdes ein. Ferdinand. So. Hat eine verbesserte Geschwindigkeit, verbesserte Tasche. Okay. Kann ich auch den Körper einstellen? Das ist ja krass. Sachen gibt's. Für alle Pferdefreunde da draußen. Ich glaube, ich nehme so was. Oder so. Aber ich glaube, ich nehme den. So, das Haar ist weiß. Der Sattel ist vorhanden.
Eine Mission waren. Bemalung. Das ist immer dieselbe Bemalung, ja. Nehmen wir Rot. Rot ist eine tolle Farbe. So. Bestätigen. Fähigkeiten. Halte E, um die Fähigkeitsauswahl zu öffnen. Es gibt viele verschiedene Typen von Fähigkeiten. Manche werden mit G oder halten G aufgerufen. Während andere passiv sind und nur ausgewählt werden müssen. Punkt. Das sollte wahrscheinlich ein Punkt sein. Weitere Fähigkeiten. Wir können unter dem Reiter Fähigkeiten erlernen. Okay. Dialog. Von einem kürzlich geretteten Krieger. Häuptling. Die Bastarde, die mich eingesperrt hatten, sind aufgebrochen und haben mein altes Camp niedergebrannt. Es ist nur eine kurze Distanz von hier entfernt. Die Beute in meinem Camp war gut versteckt. Ich bezweifle, dass sie sie gefunden haben. Du musst losgehen und danach suchen. Ich habe eine Menge nützlicher Dinge gesammelt. Klingt interessant, ich werde hingehen. Ja, das Spiel ist übrigens auch noch im Early Access. Habe ich, glaube ich, noch gar nicht erwähnt. So, warte mal. Er hatte gesagt, für Fähigkeiten. Achso, das zählt auch alles als Fähigkeiten. Kräuter rauchen, look at the find. Okay. Finde ein altes Camp und nimm zurückgelassene Gegenstände auf. Ich muss zum Dingens gehen. Okay. Das ist wo? Da hinten irgendwo. Vorsicht, Baum. Vorsicht, mehrere Bäume. Boah, wie fährst du denn? Oh, das hat dem Pferd wohl nicht so gut getan. Trete in das Gebiet von Benjamin Flats Bivouac ein. Okay. Da vorne ist irgendwie eine rote Kiste oder so. Warte mal, ich will mal auch. Wo war denn das jetzt? Hier war das, ne? Befehl hinzufügen. Wooden Bow. Auch mal ein paar. So. Wie war das jetzt mit den Sammeln? Das war hier. Zum Sammeln senden. Sammeln. Wie hieß es? Das Holz. Wo ist das Holz? Kannst du das Holz nicht sammeln? Da, Wood. Sende. So, hat der andere jetzt auch was zu tun. Was ist das jetzt? Warum ist hier so Nebel? Was ist da los? Nicht, dass wir unser Camp jetzt verlieren dadurch. Verhör. Das Töten, LMB, ist nicht alles, was man mit dem Feind im Nahkampf tun kann. Wenn du einem Feind nahe genug bist, kannst du ein Verhör durch F auslösen. Während des Verhörs kannst du nützliche Informationen erlangen. Beachte, dass der Anführer des Camps, der Gruppe, mehr weiß als andere Mitglieder. Ein Verhör kann durch Töten oder Betäuben des Feindes beendet werden. Hinweis, wenn dich der Feind entdeckt oder wenn er sich deiner Anwesenheit bewusst ist, kannst du ihn nicht sofort ergreifen. Du musst zuerst seine Gesundheit auf 16% reduzieren und dann Pokéball werfen. Der Prozentwert kann durch das Erlernen von Fähigkeiten erhöht werden. Okay. So, vom Pferd absteigen. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Hier ist auf jeden Fall Rauch. Das sind ein paar. Entdeckung. Feinde benötigen einige Zeit, um deine Präsenz zu entdecken. Die Zeit, die für deine Entdeckung benötigt wird, variiert und hängt von deiner Haltung und Geschwindigkeit ab. Der aktuelle Entdeckungsstatus wird von deiner Anzeige angezeigt, während die Anzeige weiß ist, bist du mehr oder weniger in Sicherheit. Sobald die Anzeige rot wird, weiß der Feind von dir und wird sich entsprechend verhalten.
Um eine Entdeckung im falschen Moment zu vermeiden, kannst du dich im nächsten Blattwerk verstecken und oder schleichen. Halte C. Okay. Okay. Muss ich da noch irgendwie vernünftig runterkommen? Hickory, Hickory, Hickory. War doch hier irgendwo gerade. Jetzt ist weg. Hickory ist weg. Gegenstände, halte 2, um die Auswahl benutzbarer Gegenstände zu öffnen. Heilung fallen. Des Kammerstem. Ah ja. Das ganze Zeug, was man hier alles einsammeln kann, was ich nicht sofort erkenne. Aber die ganze Zeit F drücken, dann kriege ich da schon irgendwie was zusammen. So. Gibt keine tolle Sicht oder sowas, wie ich die jetzt hier besser sehen kann, ne? Ich bin Mammut. Großer Federmammut. Großer Stompfer. Ich höre auf jeden Fall Schritte. Ich weiß, da vorne kommt immer einer und guckt. Patrouilliert. Klingt auch so, als wäre hier einer im Haus oder so. Oder halt hier auf der Veranda. Hier schläft jemand. So, warte mal. Option. Steuerung. Kann ich meine Schulter quasi ändern? Kameraseite wechseln. Q. Fassen. Stop, please. I don't wanna... Ich habe ihn gelähmt. Something's not right here. Shit. Well, I don't know, but if you ask me, I think it belongs in the bathtub. Well, probably. Yeah, my dad had it, and then he died. Something's not right here. Etwas stimmt hier nicht. Hat einer was bemerkt anscheinend? Ich höre so viele Schritte. Gucken wir mal. Ich glaube, das ist eh noch nicht das Camp, das ich suche. Aber es ist hier gerade.
Und ich nutze meine Chance, dass ich hier das irgendwie lerne, mit dem Ganzen hier umzugehen. Okay, ich glaube, er hat sich hingesetzt. Was war denn jetzt hier nochmal das hier? War damit ich sicherheitshalber genug Pfeile habe. Da drin, ne? Ja. Ich sehe da auf jeden Fall einen Schatten. Andere erweitern ihre Grenzen. Hey, I see an enemy. I'm reloading. Hey, du. Jo, hab mich nicht gesehen. Ist okay. Komm ich mit klar. Enemy sighted. Und da. Is that someone out there? Hallo? Ist da jemand draußen? Hallo? Weil ich in die ganze Zeit in der im Dingens bin oder was? Na, Deckung. Geduckt. Something's not right here. The enemy's here. I repeat, the enemy is here. Warte. The enemy's there. Ach Kacke. Wie wechsle ich denn jetzt hier da? Right, there's an enemy. Do you see? Okay, ich glaube, der ist tot. Ich laufe. Lade nach. They're out there. You see any of them? I spotted him, but I can't say where. Bitte warten. Das war jetzt natürlich irgendwie doof von mir, weiß ich. Ich habe halt auch keinen Überblick darüber, wie viele hier überhaupt sind, weißt du? I'm moving. Hey. I know you're out there. Get up. Hey, what do you see? I thought I saw him for a second. Kein Nachladen? Ich hab doch noch 14 Schuss hier drin. So. Ist natürlich die Frage. Yeah, so we were all down by the river and well, one thing led to another and und wie viele haben wir da? Ist hier Holz? Nee, ist nur Stroh. Warum liegt hier Stroh? Hat keiner gehört oder was? Ich nehme alles mit. So. The enemy is there. So he stands behind the horse. The enemy's here. Alter. So. Ich hab da auch Platzpatronen drin, habe ich so das Gefühl, ne? Die machen nicht so richtiges Geräusch. Aber gut, ja. So funktioniert es nicht. So viel ist klar. Aber das Spiel wirkt halt wirklich sehr interessant. Und hat halt so diese Indianer-Thematik, ne, was ja eigentlich nicht verkehrt ist, normalerweise spielt halt, ne, so Red Dead Redemption-mäßig, dann aus der Sicht der Weißhäute. So. Jetzt irgendwie zurück dahin, ist jetzt Tag geworden. Liegen jetzt meine Sachen da? Inventar. Meine Sachen liegen wahrscheinlich da.
Was reisen? Solange du nah genug an einem befundenen Camp oder Außenposten mit brennenden Lagerfeuer bist, kannst du schnell reisen. Okay. Will ich jetzt aber gar nicht. Ich will eigentlich mein Zeug wieder haben. Falls ich mein Zeug kriege. Was ja auch so eine Sache ist. So, aber eigentlich brauche ich dafür jetzt auch wieder neues Holz. Ist ja auch so eine Sache. Holz hat man oder halt auch nicht. Kann es mir auch nicht irgendwie hier anzeigen lassen wahrscheinlich, ne? Kann ich das hier? Optionen. Spielablauf. Sachen gibt's. Der Wahnsinn. Ne, gibt's nichts, wo ich das irgendwie anzeigen lassen kann hier. Von wegen so. Wo ist jetzt mein Zeug? Was kann ich überhaupt sammeln? Wer ist eigentlich Paul? Ich weiß ja noch nicht mal, ne, was wir alles machen können mit Fallen und sowas. Wenn wir schon irgendwelche Fähigkeiten halt auch haben und so. Ich habe keine Ahnung, wo und wie ich das alles benutzen kann. Hey. Also, wenn ich sage so wirklich gar nicht, dann meine ich das auch so. So, da ist mein Pferd. Mein Pferd ist amazing. So, dann schauen wir noch mal. Ich kann fertigen. Ein Wooden Bow. 7 Holz. Mir fehlt aber Flachs. Und jetzt fehlt mir noch Holz. Brauche mehr Flachs. Also ohne Flachs jetzt. Und natürlich Holz. Das ist Sumak. Das brauche ich nicht. Auch nicht, das war super. Was ist das? Flachs. Okay. Jetzt habe ich schon fast vergessen, wie das Ding jetzt aussah. Das war das, ne? Oh, wie schnell es jetzt wieder dunkel geworden ist. Ich brauche noch mehr Flachs und noch mehr Holz. Das hier war Flachs, ne? Nee. Das ist Flachs. Ich will ja jetzt nicht unbewaffnet halt irgendwie da hingehen und versuche mein Zeug zu holen. Falls ich überhaupt mein Zeug wiederholen kann. Nicht, dass dann wirklich einfach alles weg ist und fertig. Aus die Maus. Hast halt Pech, ne? Egal, was für geiles Zeug du jetzt irgendwie hattest. Du hast Pech. So, ich brauche noch mehr Holz. Die Hütte. Reicht das jetzt? Es reicht. So, ich bin ausgerüstet. Es kann weitergehen.
Ich weiß halt nicht, ne, wie viele mich jetzt hier noch erwarten. Da sind halt zwei. Da ist auch einer. Das mit der Verhören weiß ich halt auch nicht, was es halt jetzt bringt. Ne? Das wurde mir halt gezeigt. Ja, hier, ne, kannst du machen. Aber das bringt, ja. Keine Ahnung. Enemy sighted! Oh, lauf doch jetzt nicht. Ich bin im Gebüsch. Keiner sieht mich. Ich hab 4 Pfeile, wuppdi-du. Ich hab irgendwas eingesammelt. Curly Dog. Der lockige Doktor. Alter, hey, hey, the enemy's here! Everyone get ready! Ich hab da voll, ne, in den Kopf geschossen. Also irgendwie klappt das mit den Zielen halt auch nicht so ohne perfekt. Weißt du? Alles nehmen. Also das ist nur Munition. Hinten läuft einer panisch herum. Er geht rein und raus. Rein und raus. Rein und raus. Ups. Dreh dich. Dein Freund ist tot. Kommt schon immer drauf. I'm going. So, habe ich jetzt was? Hier. Ich habe nachgeladen. Ups. Ich würde sagen, der ist tot. Das gesamte Inventar hat ja auch eine gewisse Art von Gewicht. Jetzt ändert sich die Musik. Ah, da ist noch irgendwo einer. Wahrscheinlich drin. Guten Tag. So, und dadurch habe ich SP gekriegt und Ruf. Der war wichtig. Ich kann wahrscheinlich halt auch nicht unendlich fach mitnehmen, aber... I'll tell you anything. Ja, dann erzähl mal. I'll tell you where the stuff is. Just please don't hurt me. No, wait, I'll talk. Please just let me go. Ja, nichts zu sagen. Warum er auch immer er ihn jetzt nochmal getötet hat. Keine Ahnung, das hab ich nicht gemacht, den Befehl. Eine Giftmahlzeit, ah ja. Todesgift von Deskamera Stem anwenden, nein. Ich hätte die also vergiften können und die hätten das dann gegessen. Plündern leer. Alles leer. Das ist ein Fragezeichen. Das heißt, da ist noch jemand draußen. Ach, das sind die versteckten Güter, ja? Hier aus dem Ort. Guck mal, guck. So, mehr kann ich jetzt aber, glaube ich, gar nicht mehr tragen. Ich glaube, ich bin ziemlich voll. So, die Sache ist ja auch, wo bin ich denn vorhin gestorben? Das war doch irgendwo hier, ne? Hier ist ein totes Schwein.
Schwein gehabt. Aber ja, es war hier, definitiv. Nur ist hier nichts mehr. Das heißt, wenn du tatsächlich verlierst, hast du verloren. Badumtis. Keine Ahnung, ob das wirklich so sein soll, ob das dann immer so ist. Achso, ich bin überladen. Das ist nicht das. Wo waren denn jetzt die Befehle? War es nicht unter F? Optionen. Steuerung. Interagieren, drücken, halten. Fähigkeit nutzen, drücken, halten. Und G geht auch nicht. Geh doch nach Hause. Nein. Da, Inventar. Da ist Inventar. Steht hier irgendwo, wie viel von wie viel ich belastet bin? Ich habe keine Ahnung. Also natürlich, wir tragen zu viel, das ist klar. Aber wie viel es zu viel ist, ich habe keine Ahnung. Muss irgendwie zum Pferd kommen. F gedrückt halten bringt nichts. G gedrückt halten bringt nichts. Aber er hat mir vorhin halt irgendwie gesagt, na ja, hier, ne? Halte F oder G gedrückt. Habe ich mir gedacht, so, ja, vielleicht kann ich einfach Zeug im Pferd ablegen und dann rufe ich mein Pferd hierher und alles wird gut. Aber, ja. Siehst du ja, was draus geworden ist, ne? So. Kann ich vielleicht was essen? Verwenden. Achso, ich bin bereits am Essen. Kriege ich jetzt meinen? Ja, ich kriege Gesundheit über Zeit. Das ist ja schon mal etwas. Viel ist es nicht, aber alles, was ich habe, das habe ich. So, dann will ich jetzt gleich auf jeden Fall nochmal zum zerstörten Camp gehen, halt quasi Questziel und gucken, was geht ab. Bitte warten. Ich bin Mammut, langen Fuß. Ich bin langsam zu Fuß. Hey, Ferdinand, komm her. Augo. So viele tolle Waffen, die wir jetzt dabei tragen, ne? Und, ja. Also, es mangelt definitiv nicht an Waffen im Spiel. Eher so am Platz, das alles mitzunehmen. Ja. Ja. Vorne ist mein Pferd. Ich hoffe, es hat große Satteltaschen. Ich habe keine Ahnung, ob es überhaupt Satteltaschen hat. Ansonsten lasse ich einfach Dinge an Ort und Stelle liegen. Kannst du nicht ändern. Hey Pferd, bist ja geheilt. Hast ja auch wehgetan irgendwie zwischendurch. So. Pferdsatteltasche. Da kann 70 Gewicht rein. Entladen. Ist auch dann Munition entladen, ne? Hinlegen. Hinlegen ist das falsch übersetzt, okay. Wir haben 305 Dimes. Keine Ahnung. Also Geld halt, ne? Ist klar. So, vielleicht reicht das ja auch schon.
Es wird wohl reichen. So, ab aufs Pferd. Dann weiter Richtung Questziel. Welches ist denn jetzt meins? Warte. Das da. Okay. Und was ist das für ein Ziel? Ist das eine falsche Markierung, die ich mir gesetzt habe? Ich habe keine Ahnung. Oh, oder eine Zwischenmarkierung? Frag mich nicht. Wir düsen erstmal weiter. Dreht ihr in das Gebiet von Sherman Barracks ein. Das ist amazing. Da ist das zerstörte Camp. Da wurde auch jemand aufgehangen. Verdammt, dieses Massaker ist das Werk der Bande von Pierre Renoir. Das ist ihre kranke Art. Ich muss Pierre Renoir verhören, um zu erfahren, wer der Bastard ist, der ihn geschickt hat. My last soul at Saunders Platz Camp, I need to go there and get the bastard's name. Diese Zusatzantworten, ich weiß nicht, wer gibt die immer. Erzeug. 60 Gewicht. Den nehmen wir auf jeden Fall. Ich sehe hier nicht, wo ist hier meine Gewichtsanzeige. Da, 66 von 99. Die nehmen wir alle. Medium Arrow nehmen wir auch. Ja, das schließen wir erstmal. Okay. So ein Pierre Renoir ist da hinten irgendwo. Dann muss ich noch mal ein Stückchen reißen. Ich schaue noch mal, ich kann mich doch irgendwo irgendwie heilen, ne? Ich habe doch bestimmt noch was zu essen. 25 Gesundheit. Es gibt auch noch ein bisschen was. Und Citre macht halt nicht viel. Tobacco. So viel mehr ist jetzt aber auch wirklich nicht. Von Benutzbarkeit von diversen Sachen, da finde ich, braucht das Spiel definitiv noch ein bisschen Überarbeitung. Ja, so, zum einen halt, was bringen halt diverse Sachen, weil du kriegst ja schon ordentlich Schaden. Tode sollten vielleicht überarbeitet werden. So, und generell ist das Ziel irgendwie besser, genauer, wie auch immer wird. Weil, ne, kann man natürlich mitarbeiten, wenn man Dinge ausprobiert und lernt halt, wie Waffen sich verhalten. Bessere Sichtbarkeit von diversen Dingen wäre cool. Okay. Einsatz mit X, das war wohl nix. Wieso kann ich mich hier jetzt eigentlich nicht so hinlegen, wie ich das vorhin halt auch gemacht habe?
Enemy sighted! Ja, ich habe absichtlich hochgeschossen, weil ich dachte, ne, vielleicht fliegt da eine ballistische Kurve oder so. Wir haben es auf jeden Fall mit 5-6 Leuten zu tun hier. Ach, du hast einen Gegner bemerkt, habe ich nicht mehr gekriegt. Du hast nur einen Pfeil im Kopf gekriegt, aber sonst ist auch alles okay. Er setzt sich wieder ans Lagerfeuer. Ach, nee, doch nicht. Der Bogen fliegt definitiv eine ballistische Kurve. Aber feuert halt auch so ein Tickchen höher als dein Fadenkreuz ist. Oder es liegt irgendwie an der Waffe oder so. Ich habe keine Ahnung. Ist auf jeden Fall ein bisschen schwierig, damit vernünftig zu zielen. Ja, ein bisschen tiefer ziele, dass der Kopf direkt da drüber ist. Aber jetzt auch nicht ganz. Damit habe ich nichts getroffen. Jetzt habe ich ihn. Mist. I gotta get out of here. Ich konnte die Waffe nicht wechseln. Ich weiß nicht warum. Everyone get ready. They're here. Hey, what do you see? Bitte warten. Are they out there? I spotted. Hey, who's there? You see anything? The enemy is. The enemy is irgendwas. Cool. Lade nach. Rudimentäre Waffen sind hier besser als der Bogen. Sind sie da draußen? Ach wirklich? So viel ist halt nicht mit Verhören jetzt, ne? Ich weiß auch, dass du da bist. Pierrino ist meinem Verhör entkommen. Vielleicht kann ich herausfinden, wer die Bande geschickt hat, wenn mehr Leute aus diesen oder anderen Camps verhöre. Ich muss mich aber beeilen. Er wird nicht ewig am selben Fleck bleiben. Scheint, dass es nicht besonders hilfreich ist, Leute zu töten. Vielleicht wäre es besser, mit Tarnung und Einschüchterung zu arbeiten. Ja, aber wenn man halt nicht mal vernünftig an das Camp rankommt. You see anything? They're here! They're here! Ich meine, ich verstehe schon, worauf das Spiel halt quasi hinaus will. Aber gerade so für den Anfang finde ich es ein bisschen schwierig. Auf so viele Dinge zu achten quasi. Und sich dann, weißt du, du hast halt noch nichts und sollst halt dann irgendwie in so ein Lager und halt alle verhören und hast sie nicht gesehen. Finde ich schwierig. Wir haben ja schon bei dem anderen Häuschen gemerkt, wie das dann halt dann letztendlich laufen kann, selbst wenn du halt versuchst mit Schleichen und so. Aber nun gut. Ich würde sagen, fürs Angedaddelt haben wir jetzt hier genug reingeguckt. Und ja, wenn euch das Spiel gefällt, dann lasst es mich wissen oder kauft den Scheiß oder also das Spiel und ich find's okay. Es gibt so ein paar Dinge, die würde ich mir tatsächlich ein bisschen anders wünschen, ein bisschen spielerfreundlicher.
bin da vielleicht auch heutzutage verwöhnt von anderen Spielen. Ich weiß es nicht. Ja, aber zum Beispiel, ne, dass du an irgendwas vorbeigehst und du siehst niemand, dass du es benutzen, einsammeln kannst. Aber es ist einsammelbar. Ist halt so. Boah, nee. Hast halt erstmal eine Umstellung quasi vornehmen. Aber nun gut. Ich fand, das war ein gutes Angebot. Und ich würde das Spiel definitiv im Auge behalten. Aber jetzt machen wir immer Schluss mit dem Angedattelt. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wir hören und stellen uns dann beim nächsten Angedattelt. Bis dahin, viel Spaß auch noch, vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.